Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Episode von World of Tanks. Heute mit dem Seppel 1705 aus dem Clan 503. Hallo! Moin, moin. Na los. Such was aus. Ja, komm. Erstmal anfangen erstmal mit Geld. Wir machen erstmal jetzt hier den Booster für Erfahrung an und für Besatzungserfahrung. Und wir starten mal heute mit der IS-3A, der Premium-Variante des IS-3. Achter Premium. Und er unseren Ravioli-Panzer. Ja, du wirst sehen, wenn er dir von hinten her den Arsch rettet. Ja, schauen wir mal. Ja, und schon ist mein Ravioli-Panzer 10-mal besser als deiner. Ja. Weil ich um einiges mehr Durchschlag habe. Warten wir es einfach mal ab. Noch ist Polen nicht verloren. Nee, dafür haben wir zu viel im Team. Ja, das stimmt. Wir finden uns hier auf ja, die Karte Berg, passen einem 9er Gefecht, 3 9er pro Seite. Hauptgegner ist T10. Was ist das andere da? Centurion wahrscheinlich. Und ein T-54E1 der amerikanischen Dopingpanzer. Ja, Centurion war das. Gut. Wir haben den E-75, E-50 und Skoda T-50. Und wir fahren mit unserer IS-3A und dem Ravioli-Panzer Richtung linker Seite. IS-3A hat mit Standardmunition APCR 221 Durchschlag, Premium-Munition Heat 270. Wir schießen alle 9,8 Sekunden, haben aber eine ganz schreckliche Genauigkeit. Aber das schreckt uns nicht ab, diesen Panzer zu fahren. Beim Ravioli-Panzer ist halt das Gegenteil. Mega genau, super schnell, keine Panzerung. Und mehr Durchschlag. Da hinten ist eine Su-122-44 mit dem Bord-MG, was ich drauf gebaut habe, und Schuss! Abgeprallt an einer Su-122-44. Das schafft man nur mit dem IS-3A. Da war unser E50 Asche. 9er gegen 7er getauscht. Nicht schön. Nee, in der E50 war natürlich wieder Held des Tages. Also ich wäre für ihn für das Logo Bob des Tages. Logan, fahr doch mal noch ein Stück vor. Scheiß CDC, was fährt er mir direkt in Schuss, ey? Hau ab da. Der Centurion lädt länger als ich, das ist nicht das Problem. An T29 haben wir hier vorne. Und die Arti schlägt natürlich ein. Was stirbt als erstes? Der Fahrer! Da mehr? Nimm das T29. Achso, mein Farbenvisier ist auch wieder da. Hihihi. Also Seppel findet Farbenvisier, das zeigt mir nur in einem ganz kleinen Bereich an. Wie die Farbe da ist. Das ist eine andere Farbe. Für mich sieht das aus wie gelb. Okay, ja. Wie sie es sehen. Ja, ich muss mir ja irgendwie hier gleiche Vorsicht, Chancen haben. Zwei. Ah, so knapp drüber geschossen. Chariota ist auch noch da. Der kommt da nicht dran. Und wieder Arti! Bounced, bounced, Leute, bounced! Wuhu, wup, wup.
Ist da beschissen, ne? Ja, wegen der Arti, ich weiß, aber hier, aber der Rest bounced bei mir. Hier muss ich mal hier den nächsten Stein. Hat der CDC da einen Plan? Bitte? Was der CDC da vorhat? Der fährt nach vorne. Was er damit bezwecken will, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was ich gerade hier mache. Aus dem Selbstmordkommando irgendwie. Schauen wir mal, ob wir den Ravioli-Panzer erstmal wieder zu. Wo ist er überhaupt? Da ist er. Das ging schnell. Snapshotten ist heute nicht mit dem. Gut, dann nehmen wir halt die nächsten Panzer, ne? Also das wird wahrscheinlich ein Verlust sein, also eine Niederlage werden. Eine Niederlage sicherlich, aber Verlust wird's nicht. Dank Premium. Nee, das auch nicht, stimmt. So, als nächstes such du mal was aus. Was muss den Typ 5 schwer, ne? Jetzt Zähne. Ja, nehme ich gerne. Typ 5 schwer. Könnt ihr das deutsche Pendant dazu fahren? Kannst du machen. Das deutsche Pendant ist schneller, ist besser, hat alles besser. Ich fahr mal, Aua. Jagdpanzer E100 mit Typ 5 schwer. Du bist immer noch schneller als ich. Und hab mehr Durchschlag und bessere Panzerung. Ja. Und Zehnergefecht. So die beste Map. Naja. Die andere OP-Seite wäre schöner. Wenn man den leichten Zugang zur Stadt hat, oder was? Ja, du kannst dich hinter der Stadt halt schön verstecken, ja. Du kannst halt mit dem TD und dann kannst du in die Straßen schießen. Ist halt hier schwierig, dass entweder fahre ich nach links, wo ich von der T92 zerrumst wäre. Und ich fahre halt in die Stadt, wo ich die Wanne nicht verstecken kann. Da du in die Stadt fährst, fahre ich dir hinterher. Jo, komm, geh weg hier, Objekt. So, Höchstgeschwindigkeit ist schon erreicht. So, jawohl, das mit IS-3A und Co. haben wir verloren. Ja, haben wir verloren, stimmt. Wer hätte das gedacht? Jetzt mal Turm nach links drehen und mit irgendwas hochfährt, snapshotten. Genau. Ist zu weit weg. Ja, genau, ich werde natürlich schon abgeschossen hier. Bin noch nicht offen. Ich habe auch eine Lampe drauf, aber die geht nicht an, komischerweise. Egal, ist nur ein kleiner Schuss gewesen. Der Sumo-Ringer kann ja noch ein bisschen was abhaben. Unser IS-7 ist auch gleich schon kaputt. Weiß nicht, was die da hinten wieder treiben. Ja, bauen uns mal schön. Oh, ein Waffenmüll auf E100.
ihr 7. Ja, Kette kannst du ruhig ziehen, damit kein Problem. Lad mal, ich lad mal eh für die E7, da guck, wo ist der Turm raus. Da ist ein Mädchen, Justi fahren. Doofe E7. Und wieder die Kette ab. Kann doch nicht sein. Ich komme da nicht durch. Die Kanone ist einfach der Obermüll. 240 Durchschlag, was will man damit? So, das Rap-Kit hat so raus, die ist ihm. Das ist schon mal eine gute Sache. Die sterben hier wie die Fliegen hier vorne. Und ich bounce alles. Hallo Waffenträger. Mann, diese Kanone nervt. Ich will einen anderen 10er Panzer haben. Die 7 steht da hinten absolut OP. Komm da nicht ran. Ach, Arti, jetzt hast du es mitgekriegt, dass die da günstig steht. Das freut mich aber. Was haben wir für eine Arti? T92, jetzt muss ich bloß noch treffen, ist er weg. Die 7 ist ja immer noch da hinten. Natürlich. Soll ich mal vorfahren oder was meinst du? So ein FV, ne? War offen, jawohl, WT wahrscheinlich. Das ist alles hier, wa? Ach, ein T95 haben die auch noch. Und das ist noch eine ist E7 wieder. Ja, da ist ein Waffenträger, der hat jetzt bloß noch 348. Komm ich nicht dran. 1200, das Waffeleisen. Komm, schieß, komm. Okay, ich drück mal vor, ne? Er schreibt fucking Camper. Aber er steht da hinten schön mit seinem Waffenträger in der Gegend rum, ne? Weil ich pushe nach vorne. Ja, drück mal. Ist ja fast alles One-Shot. Mein Problem wird nur sein, ankommen. War einfach durch. Da ist nicht mehr viel. Da ist ein FV. Komm ich nicht durch. Bitte? Klar kommst du da durch. Nee, das greift. Ich komme nirgendwo da durch bei dem. Ich habe zu wenig Durchschlag. Mit Gold reicht's auch nicht aus. Ach, armes Waffeleisen. Komm, Waffenträger. Beschäftige mal den Waffenträger, ne? Ja, ich habe ja noch dieses andere komische Teil hier. Pass auf, der FV, der schießt übel schnell, ne? Ja, und ich komme über den immer noch nicht durch. Schieß schon mit Gold. Was und schießt du denn auf den Dom oder was? Nee, ich schieße ihn auf die Wanne. Unterwanne musst du schießen.
D100, der mir hilft. Hallo Waffenträger, ich ramm dich einfach mal kaputt. Der dürfte laden. Wie viel hatte der noch gehabt? 300 oder so? Ja. 250 okay. Oder so, ja, ja. Macht der da? Parkt der da? Da komme ich ohne Probleme auch durch am Tour. Ja, jetzt. Ich hab die nur ein bisschen beschäftigt. Und die, natürlich liegt die Art jetzt hier ein. Also, und ich habe keine HE mehr. Da steht doch da oben bestimmt so, dass man nicht rankommt. Ich weiß nicht. Diese Runde war total Bockmist für mich. Ich habe ja viel abgewehrt, aber sonst. Na, ich habe nicht mal 2000 Schaden. Ich habe 1000. Mal 2000 Schaden ist schon für ein. Kann denn bitte schön ein T95 eine Badge rausnehmen? Im Fahren. Die Arti steht da hinten in der Senke, 100 Pro. Ja, glaube ich auch auf A2, A3 irgendwo da hinten. Nur A2 in der Senke. Hab ich vorhin mit der GW Tiger auch gestanden, wo ich die 3,5k Damage gemacht habe. Das ist doch gut. Waffenträger, ich wäre vorsichtig. Der T95, wenn er schlau ist, hat er HE geladen und bist One-Shot. T95 hat mich gerade abgeschossen. Wo ist der? Der steht immer noch da. Ja, ich schieße ihn, ich treffe, will die Unterwanne anschießen, was treffe ich natürlich die magnetisierte Frontplatte. Also sagen wir auf eine Entfernung von 1, 2, 3, 4 Kästchen, das sind 400 Meter, die Turmkuppel zu treffen beim T95 ist schon geil. Ja, ich schieße auf die Unterwanne, was treffe ich? Kanonenblende. Auf 300 Meter. Also dieses Teil, ich würde es dir nicht, kaufe es dir nicht, kaufe dir den Typ 5 schwer nicht. Außer du kannst nur für diese Aufträge benutzen, sonst kannst du ihn nirgendwo benutzen. Ja, der Typ 5 schwer, der hat doch noch ein Stückchen Weg, also ich bin erst beim der ist gut, ja. Der ist der Beste. Na, der Oni war auch schon nicht schlecht. Aber Typ 4 wird eine große Qual werden, sage ich dir. Die Stockkanone. So, dann such du mal aus. Ja, ich hätte gerne meinen Mutz. Jo, Moment, bin gleich da. Ja, erstmal wieder aus. Raussuchen und wühlen. Oh, das ist ein 8er, aber Standard Matchmaking, ne? Ganz normal, genau. Wo ist denn mein Mod? Da. Ach, diese Schüssel wieder. Der ist cool. Der ist cool, ja. Und der lohnt sich? Der lohnt sich, also der darf halt, wenn er ins Zehnergefecht kommt, dann bist du ein bisschen hilflos, aber das kann auch funktionieren, wenn du halt in die Flanken der Gegner kommst, aber frontal bist du eigentlich nur im Achter, gut aufgehoben und naja gut, wenn du so eine Papierneuner hast, dann geht das auch. Mhm. Er ist halt relativ bouncy. Fahren wir nach links? Ja, machen wir. Ja, werden wir doch mal gucken, was derjenige mit Gun Depression und der gut gepanzerte ohne jegliche Gun Depression so ausrichten kann. Ja, schauen wir mal. Ja, Gun Depression habe ich ja genug. Minus 10. Aber keine Panzerung. Nicht mal den Turmfront oder so? Nee, Turmfront hat auch nur 60. Das ist so ein Gunmantel drumherum oder nicht? Ja, die hat auch nur 60. Danach ist alles, danach ist nichts. Gehende Leere darunter. Alle macht Geld ohne Ende. Das ist die EZB, die Schweizer EZB.
Dass die Nationalbank oder wie auch immer die das heißen. Nennen, meine ich. Aber Ich will nicht, ja. echt finde ich. Oh nein! Musst Warum weiter. muss der jetzt da hinkommen? Musst weiter, du musst weiter, du musst in die Senke unten rein. Echt? Ja, ich kann mich da hinstellen. Ich hab Turm, du nicht. Okay. Musst in die Senke rein und dann musst du mit deiner Gandhi-Böschung arbeiten. Ich kann mich hier dahinter stellen und mein Turm ist hart genug. Aber wenn dir jeder durch den Turm schießt, ist es natürlich sinnvoll. Hallo, goldener Typ 59. Ich Ja, mochte aber den sei eben. vorsichtig, da ist noch der Tiger, ne? Tiger! Tiger ist gebounced. Kann die Pression for the win. Oha. Auf Typilein. War nicht zu weit hoch. Wenn er rausfährt, frisst er zwar, aber er muss auch erstmal rausfahren. Ati! Da, die Arti schießt dahin, aber die dürfte nicht dahinter kommen. Doch, Battle Arti kommt dahinter. Die Schatten sind einfach geil für den hier. Da brauchst du keine Gandhi-Pushen, du kannst den harten Turm einsetzen. Noch mal gucken. Ach, da ist er. Okay. Was jetzt? Das ist jetzt Dings, ne? Das ist jetzt Proxy, was du machst. Naja. Also sei vorsichtig, hier bist du eben auch offen im Ich Proxy. weiß. Ich komme sowieso wieder die Arti 3, Ne, die 2. hätten noch 17 Sekunden. Achso. Oh, 1 zu 4 läuft. Sollen wir den hier rausprügeln, wir zusammen, oder? Ja, los, komm. Ich warte, bis du da bist, warte. Dauert kurz. Weil der Tiger, der kann ja nichts mehr machen da hinten. Okay, ich mache ihn wieder auf. Ja! SP1C mit Heat! Was Na machst du toll. denn? Ja, na super, jetzt habe ich hier noch ein Tortoise und ja, der spickt schön mit Heat, ne? ja, habe ich ja gesagt, der schießt nur Gold dadurch. Na gut, jetzt hat er dreimal dabei abgeprallt, also. Ja, trotzdem. 7 zu 8, das werden wir wahrscheinlich auch wieder verlieren. Das verlieren wir, ja. Denke ich auch mal, jetzt steht es zu 8 zu 8, weil wir hinten noch einen Kempten Oho haben. Und einen Kempten T10. Die ganze Zeit überlegen, ob ich auf den Oho nicht mal die andere Knifte drauf baue, diese komische, dieses Versuchsgeschütz Kai oder wie Nein, das heißt. lass lieber. Kannst machen, aber du wirst davon nicht so begeistert sein. Du hast kein Gold, keine Goldmunition. Mit 210 kannst du nichts mehr machen, finde ich. Weil mehr hat die nicht. Die schießt aber sehr schnell. Gut, an sich muss es ja jeder für sich selbst wissen, aber ich fand es Ja, nicht so toll damit.
Ich habe halt auch viele gehabt, die haben gesagt, nee, auf dem Uni, da fahre ich nur die HE-Knifte, da fahre ich nicht die normale und so weiter. Und ich bin halt nur die normale gefahren und fand die Ja, auf jetzt dem Uni ziemlich gut. kannst du das ja auch machen, aber nicht auf dem Oho, weil der 10er kommen kann. Er ist halt zu wenig Durchschlag, ne? Und mit der HE-Knifte machst du halt immer Schaden. Ja, Und wenn und es bloß richtig viel 200 davon. sind, ja. Und letztens hatte ich wieder so eine schöne Runde, da habe ich mit dem Oho, habe ich einem T34, habe ich 900 Schaden gebraten. Da habe ich irgendwas getroffen, wo ich durchgekommen bin. Ja. Kannst du beim IS-3 um diese Luke schießen. Geht auch immer durch. Nur gerade noch auf dem Sprung, wenn man da schon einen Kaffee zu holen. Ja, mach das ruhig. Ich bin da schon auf dem Weg. Ach so, du nimmst Kann dein dich Headset mitnehmen. mit? Ich kann dich mitnehmen, ja, das ist kein Problem. Also nicht, dass die Strippe so lang ist, sondern ein Funkheadset. Ach, Funkheadset, ja, das ist natürlich edel. Ja, trotzdem wird das nächste nicht wieder ein Funkheadset. So schlimm. Ne, das hat jetzt einfach die Macke, dass der Anschluss unten lose. Und da, also irgendwie am Akku, keine Ahnung, ich muss das mal noch auseinanderbauen. Warum, wieso, weshalb und ja. IS-3A, schon wieder. Ach so, Ravioli Die haben haben wir ja ja verloren. verloren. Ja. Ravioli-Panzer! Ja, der muss halt irgendwo hinten stehen und snipen. Und dass sich ja keiner auf ihn konzentriert, dann ist er gut. Ja, aber sonst nicht. Nee, sonst ist er scheiße. Ja, und Zehner. Jawohl. Gut, ich fahre nicht weit. VK-72K, Alter. Ich werde mich hier vorne auf diesen kleinen Camperhügel stellen und mal Ja, gucken, ich was ich fahre auch von nicht, ihm schießen wahrscheinlich nicht kann. weit. Könnte auch überlegen, obwohl, nee, wenn ich rechts fahre, da kommt bestimmt der Conqueror und der M103. Ach, und die Badgett wird mich lieb haben. Die sowieso. Ja, die 155, 58. Ja, die Badgett-Arty. Aber in ein Hobby müssen die ja haben, die Arty-Fahrer. Wenn es bloß Ravioli-Panzer schießen ist, ne? Ja, genau. Das ist wie auf dem Jahrmarkt, weißt du, das Büchsenschießen. Gleich. Nur, dass du nur einmal schießen kannst, die kann viermal schießen. Was, wo fällt unsere IS-7 denn bitte hin? On Camping. Nein, die fährt jetzt auf die Einserlinie. Sieben. Oh ja, die hat ganz viel Gandhi-Pöschen, also die ist da gut aufgehoben. T10 fällt auch noch dahin. Ich verstehe das nicht, Leute. Und Objekt 704, also ein Wunschpanzer, den muss ich mir auch mal irgendwann mal holen. So, ich sniper jetzt von hier hinten. Was ja auch toll, der 50, 100 ist offen, ich nicht. Ja, der ist halt ein bisschen größer als du. Nehmen wir Was an, die. macht unser IS-7 denn da hinten? Wo ist unsere Arti schon wieder kaputt gegangen? Warum? Arti ist offen. Oh, jetzt bist du aber offen. Oh, Panzer 58 Mutz hat's gewonnen.
Onkel, dein Problem ist, ich mag genauso viel Alpha wie du. Ja. Aber. Er lädt halt schneller. Oh, Nein, er dein braucht nur. 55 ist gebounced an mir. Das ist ja cool. Was ist das da hinter mir? Was macht er da? Snapshot for win. Das ist aber auch noch ein 704, also eigentlich. Natürlich. Och, ihr sieben, macht doch mal was. Dankeschön. Auch wenn du nicht triffst, aber. So muss das. Treffen oder nicht treffen, das ist hier die Frage. Er trifft mich durch die Scharte hier. Der Conqueror die kleine oder die große Knifte? 400er. Ja, also die große. Ja. Ah, IS-3 ist verunfallt. Ist Was gut. macht ihr hier? Achso, da hinten steht noch ein TVP. Oh nein. Geh mal weg hier. Ja, TVP. TVP mit Gold, offen, Ravioli. Das gibt's nicht. Die haben irgendwie alle zu viel Kohle oder weiß der Kuckuck. Das ist aber ein großes Auerpanzer. Oh, was kommt denn da? Am besten kannst du ihn ja runterschubsen oder so. Das ist jetzt ein großer Brocken. Wie schnell schießt der TVP denn bitte? Bitte? Der TVP hat doch. Piu! Piu, der Nee, das darf war der. ein Type 59 noch dazwischen. Ah, okay. Oh Mann. Na komm, in Runde können wir noch den Weg erstmal frühstücken gehen. Genau, dann kann ich dann auch hier gleich erstmal machen. So, was wollen wir denn fahren? Hast du noch irgendwas Lustiges? Haben wir ja noch gewonnen mit dem D54? Ja, haben wir. Ganz viel Geld dabei gemacht. Ich habe nur 22 plus gemacht. Ich habe 15.000 plus gemacht. Speer bekommen. Ja. Ach, was fahren wir noch? Ach, ich fahre mal noch. Hier, das Ding. Das ist eigentlich cool. Okay. Dann nehme ich die Mikrowelle. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ja, ich Cromwell ist nicht so der Panzer, der mir so gefällt, aber naja. Oh, der Map-Pool heute ist doch richtig gut, oder? Ja. Ach, du hast Verteidigung an. Ja. Ich.
Habe ich, weil ich das ganz gut finde. Wenn man angreifen muss und nicht verteidigt. Oh, ein Terror-Toaster. Der neben dir steht. Ja. Terror-Toaster. Der Ist ist aber gar so nicht so schlecht, übel. ich habe den angefahren. Ich mag den auch. Der Vorteil am D-Max ist halt diese übelste Gandhi-Prison. Ja, am D-Max. Digger Max. Hallo Chi, nu. Da kommt ja noch mehr. Oh, diese Cromwell-Kanone, jetzt weiß ich, warum ich das Ding nicht mag. Komm, den mal. Oh, der war ganz schön kassiert. Schon wieder, was bekomme ich denn bitte? Oh, IS-3A hat verloren, wer hätte das gedacht? Wäre ich wundern, ne? Ja, Hecke, stell dich mir genau in Schuss. Zieh mal um. Ich versuche mal die Artis von hier hinten zu kriegen. Artis, wo seid ihr? Pass auf, da campt noch irgendwo eine Su-100. Echt, ist die hier hinten? Ja. Ja, ich versuche aufzupassen. Wo die Hummel ist, sind die anderen auch noch. Ich hab die Hummel gekettet. Das Gute ist, die anderen Artis sind auch noch da hinten. Den Achilles oft, ne? Ja. Hallo M44, wie geht es dir? Nein! Doofe Kanone! Su 100! Okay, das war jetzt ein bisschen sinnlos von mir. Mir ist nämlich kaputt. Und ich lebe noch. Der M44 offen, ne? Das ist eine übelste Nahkampf-AD. Ja, das habe ich zwar auch gemerkt, aber davon wurde ich nicht getroffen. Ich wollte nur die ganzen Artis kaputt machen. Ich hätte einen Panzer 1C gehabt oder so. Okay, das ist jetzt bitter. Das ist noch schlimmer für den IS, der kann nicht treffen. Naja, gucken wir es mal hier zu Ende und dann. Ja, das ging jetzt so schnell, da können wir auch noch eine Runde machen. Ja, komm. Ist die Hellcat wirklich Artis handeln hier fahren, ja?
Weiß nicht, das ist meiner Meinung nach nicht so der Panther zu Martis Handen, oder? Nein, Das nein. war er mal, ja. Aber die kennt wahrscheinlich keiner mehr standardmäßig, die Hellcat, wie sie ursprünglich mal war. Nee, kenne ich auch nicht. Mit dem Beziehungsweise schicken ich Motor. hab sie ja nie gespielt, auch vor 2 Jahren noch nicht. Der Motor, die war richtig schnell, die war richtig mobil, wendig und so weiter. Nichts mehr zu diesem komischen Ding von heute. So, was schmeißen wir rein? Was muss rein? Ich will ja erstmal mit den Dingen mal gewinnen. Es kann doch nicht sein, dass wir immer diese Teams bekommen. Ach, die Digga, Max ist Mikrowelle. verloren. Mikrowelle ist wieder da. In der Garage angekommen. Bleh. Ballen aber auch nicht mehr so gerne. Ich habe am Anfang, ich habe mir den Grommel B geholt, in diesem Special da. Naja. Und am Anfang fand ich den richtig geil. Irgendwie ist er dann mal richtig schlecht geworden. Der trifft nicht mehr. Wumpeln sacken ab. Aber richtig. Und jetzt fahre ich jetzt T3485. Das ist. Ja. Das Ding ist cool. Nur eine SU8. Okay. Auf Nil, So. ja, wa? Ja. Das können wir ja mal machen. Ach ja, genau, ich habe dem T34 auch ein neues HD-Modell gegeben. Das sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Er ist Was aber ist. schon HD. Nee, aber nochmal drüber gemacht. Ich habe nochmal was dran. Habt ihr jetzt eine MG oben auf den Turm gepackt? Eine andere Kanone? Mehr komische Tarnungen? Und so Gepäckträger, also sagen wir mal so Gepäckträger hinten drauf. Wirklich, wirklich gut aus, finde ich. Dauert nur unglaublich lange, bis ich sowas fertig habe. Ja, das ist klar. So, ja, der Ja. Super Pershing hat von mir noch HD-Modell bekommen. Okay, Ich wollte da. mal sagen, der 13775 lädt jetzt in aller Ruhe nach, tanzt den Rheinmetall aus und nimmt den dann auch noch raus. Kommst da nicht ran. Oh, wir haben schon Jagdpanzer verloren. Ja, das war der 13,75, der da hinten rumher fährt, der beim Rheinmetall ist. Der Rheinmetall kriegt den halt nicht raus, ist klar. Oh, doch, jetzt hat er ihn gekriegt. Rheinmetall. Boah, sick. Ja, wenn der die fette Knifte hat, ist der fast One-Shot, der 13,75. Ja, aber der lädt auch 17 Sekunden halt nach, der Rheinmetall dann, ne? Weiß ich nicht, ich hab die dicke Knifte nie getroffen. Ich hab Also doch, ja, der hat. den immer mit der kleinen gefahren. Der hat, auch wenn du Waffenbrüder, Ansetzer und alle möglichen Zeug hast, hat der immer noch 17,5 Sekunden Nachladezeit. Da kann ja Ach, der die Just 3 ist schon mal da 3075. unten. Die Just 3 ist schon mal da unten. Tiger ist auch noch unten. Und der Basecamper. T34 kommt, denke ich mal. Und der TDC wahrscheinlich vielleicht noch. Du sagst es. Oh, der ist noch ein Type. Nein, fehlt. Alter, wie kommen die mir alle durch? Ich weiß es nicht. Schon wieder kommt er durch. Ein goldener Typ 59, weil ich den nur lustig fand. Habe ich einfach dann HD-Modell in Gold gegeben. So, ich push jetzt drauf und Ja, jetzt drück noch. den mal weg.
Jetzt bin ich dort wahrscheinlich. Ich zieh dich zurück, ich halte hier. Ich muss da drauf drücken, das ist das einzig Richtige. Boah, Hyrule. Weg damit. Oh nein! Ein T34! Du achtest übrigens hier oben eingeaimt, ne? Ich gehe erstmal zu und. Die hat sie mich irgendwie auf mich abgesehen. Die macht zwar immer bloß so 16 Schaden oder sowas, aber trotzdem. Auch 16 Schaden, 16 Schaden. Ja, ich habe bloß noch 200 Platten. Ja, deswegen sollst du ja halt aufbewahren. Wo steht denn der? Steht der günstig? Der steht richtig doof dahinter, ja. Ich versuche den mal wegzumachen. Ich drück rum. Am Heck abgeprallt! Naja, du hast noch volle Platten, den kriegst du raus. Ja, aber ich bin abgeprallt an dem Heck. So, weg damit. Da ist noch ein IS-3 Asyl. Nicht mehr lange. Und die 37 V. Macht Licht. Kann ich dir auch helfen? Die Feuerfliege muss sterben. Su-8! Und ich stehe hinter einem Stein. Rheinmetall Borsig hat mich getroffen. Schon wieder. Weil halt noch die Feuerfliege irgendwo noch hier. Ja, die ist da noch. Hast du die rein? Wir haben nur ganz, ganz wenig vom Turm. Warte. Oh. Da war. Das war jetzt ein Snapshot pur. Wenn du jetzt den Rheinmetall nochmal aufmachst und der noch da irgendwo steht, dann ich stehe passend. Ach, der da steht ist im er. Haus, wa? Ich mach den auch. Ich mach das schon. Danke! Boah, 4000 Schaden mit dem Kasten, Alter. Das war eine richtig geile Runde zum Abschluss. Ja, das hat sich ja da oben auf dem Hill alles auf mich konzentriert. Ja! Aber wie es auch immer, Bounce, Bounce und dann ist er mal wieder durchgekommen, dann hat er einen Dreck geschossen. 117.000 plus gemacht! Oh, persönliche Reserve erhalten, 100% Erfahrung. Jawohl. Bam. Oh, ach, da musst du 10 Gefechte gewinnen oder sowas, ja? Ja, 5. 6, ich hab 6.100 Erfahrung. Das Master, ist das Panzerass oder nicht? Nee, erste Klasse noch. Alter Verwalter. Maximum erhalten 1.900 durch Premium-Konto, dann hab ich das verdoppelt und danach hab ich das nochmal verdoppelt durch den Booster, den ich gemacht habe, habe ich 6.100 Erfahrung bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe 3.978 Schaden gemacht, 1.600 abgewehrt und 800 Schaden ermöglicht. Ja, das war eine geile Runde, ja. Und 117.897 Credits gemacht. Plus? Also rein plus? Ja, oder? Ja! Wow, nicht schlecht, das ist echt geil. Das war dann mal die Abschlussrunde pur. Das war echt nicht schlecht jetzt, ja, für den Abschluss. Ich meine, ich habe jetzt bloß 60.000 plus gemacht. Ja.
Ja, gut. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Tag. Ich bin dann heute Abend, aber wahrscheinlich auch erst ein bisschen später wieder da. Ja, schon sie wieder, ne? Ja. Ja, zum Alles CV weiß klar. ich noch nicht. Ich muss relativ lange arbeiten heute, weil ich halt so spät auf Arbeit bin. Ja, ist alles gut. Gut, Also alles dann, klar. ne? Jo, bis Bis denn und noch dann. stolz auf euch. Ja, Jo, danke. ciao, ciao. Tschüss. User disconnected from your channel. So, liebe werte Zuschauer, das war's mit dem Gameplay heute am Morgen und bis bald.